Willkommen zu Tag 21 im Sommer und wir starten natürlich in eine neue Session. Wir haben schon 3 Feuerquarz, interessant. Das lassen wir hier, das lassen wir hier, das lassen wir hier, das lassen wir hier, das nehmen wir mit. So kann sich's ändern. Das lassen wir aber hier, das lassen wir auch hier. Die Sonnenblume hat mir mein Leben gerettet. Die lassen wir definitiv nicht hier. So. Wieso habe ich jetzt Kupfer aufgehoben? Mist. Nein. Erstmal ernten. Zack, zack, zack. Die Sonnenblume hat keine Dinger hinterlassen. Wie schade. Aber auch gut. Wir können damit umgehen. Können wir das? Ja, wir können das. Und dann haben wir hier noch sogar mehr der Mais. Vielleicht haben wir Glück. Das ist ein normaler Mais. 2 normale Mais. 3 normale. Achso, da habe ich ja noch was zum Ernten. Fällt mir gerade auf. Durch das hier. Alles. Gut, dann werden wir erstmal das hier loswerden, bevor wir die Tomaten. Tomaten müssen wir noch ernten, die müssen wir noch gießen. Darf ich nicht vergessen. So, was haben wir denn hier? Zack, zack. Die Tomate hebe ich mir auf. Tomaten hauen wir weg. Dann Radieschen. Zack, zack. Dann param, param, param. Kein Wasser mehr. Wer hätte das gedacht? Hallo Eldorado. Eldorado ist gerade gekommen. Ich habe ihn gespürt. Als er unter meinem Stuhl hindurch schlich. Der ist so schlimm momentan, weil bei uns ist eine läufige Hündin und er ist total verliebt in die. Und jedes Mal, wenn er sie hört oder so, dann flippt er voll aus. Dann will er unbedingt raus und so. Aber so ist es halt. Halt eine Melone, die brauche ich doch noch. Ach, das können wir noch da lassen. Sonst noch irgendwas, das ich ablegen kann? Ich glaube, Kupfer und Gold. Schauen wir doch glatt mal. Halt, warte mal. Wo waren das? Handwerksraum, Konstruktion, Sammeln, Exoten. Nee, das war's nicht. Okay, dann verkaufe ich's. Brauche ich nicht mehr. Kiefern-Dings brauche ich sowieso nie. Gut, dann ja, der braucht's noch. Ich weiß ja nicht, wo der ist. Der Demetrius. Gehen wir mal direkt wieder zur Mine. Wieder ist er nicht da. Vielleicht ist er aber in seinem Haus. Vielleicht haben wir Glück und wir finden ihn im Haus. Das wäre natürlich toll. Weil dann könnte ich sie ihm direkt geben. Das gibt es doch nicht, dass der jetzt immer unterwegs ist. Das gibt es doch nicht, oder? Die kriegt eine Sonnenblume von mir. Ja, ich bin so. Ich bin nett. Wie sieht's denn eigentlich aus mit den Herzen? Ja, die verteilen sich langsam. Langsam könnte es doch werden. Wir müssen aber, was mir gerade einfällt, das ist ganz gut. Vielleicht finden wir ihn dann hier irgendwo. Vielleicht läuft er gerade hier irgendwo rum. Noch ein paar Sachen im Gemeinschaftshaus abgeben. Zum Beispiel den Mais.
Und die Sonnenblume. Was haben wir denn hier nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Sammeln Winter, sammeln Exoten. Ah. Gut, dass ich da dran gedacht habe. Da brauche ich jetzt bloß noch diese Höhlenkarotte einsammeln, dann haben wir das auch. Das wäre natürlich klasse. Das wäre super. Das ist unser schöner Stern. Dann haben wir hier noch Färbemittel. Brauchen wir bloß noch einen Rotkohl, eine Entenfeder und einen Seeigel. Ist hier gar nicht mehr viel zu finden. Das gibt's doch nicht, dass der Demetrius da nicht ist. Müsste ich gerade mal nachschauen, wo der sonst immer so am Sonntag spazieren geht. Nee, keiner da. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal in die Mine und machen uns dann vielleicht danach noch irgendwann auf die Suche. Aua! Das ist so unfair. Das war jetzt so unfair. Stirb! Wir könnten echt mal die Hacke aufwerten. Das mache ich jetzt dann auch. Jetzt werte ich dann, das machen wir. Jetzt mache ich heute noch mal Mine und morgen mache ich dann Aufwertung der Spitzhacke und Suche nach den Materialien vom Hühnerstall, für den Hühnerstall. Das ist doch gut, oder? Dass da mal ein bisschen Abwechslung reinkommt, weil wir hängen schon die ganze Zeit jetzt nur in der Mine ab. Was natürlich verständlich ist, weil du hier am meisten Geld rausholen kannst, aber ich häng fest. Und heute werde ich mal anfangen, Twilight Princess zu Let's Playen. Mal schauen, wie weit wir da kommen. Ich habe so viel aufzunehmen, wieder mal. Die letzten Tage nichts gemacht. Ich faules Stück. Was habe ich jetzt davon? Egal. Deswegen kommt jetzt auch, habe ich es nämlich nicht geschafft, also letztes Wochenende, das ist jetzt schon wieder Ewigkeiten her, wenn die Folge hochkommt, weil Stardew habe ich vorproduziert, aber da habe ich es wieder mal nicht geschafft, dass ich dieses normale Video aufnehmen kann. So ist es. So stelle ich mir das vor. 97. Ist das nicht geil? Das finde ich cool, wenn das so passiert. Dann hat sich's auch gelohnt. Und das ist noch so früh. Das ist auch so gut. Vielleicht kommen wir dann schon um einiges weiter heute. Vielleicht, ich möchte es nicht verschreien. Vielleicht kriegen wir auch so eine Höhlenkarotte, das wäre auch cool. Ah, ja, nein, das war Holz. Verdammt, ich dachte, wir hätten jetzt Glück gehabt. Aua! Weg nach unten gefunden. Wir ziehen uns wieder mal eine Sonnenblume ran. Wir haben nämlich jetzt nur noch eins nach unten und dann wisst ihr ja Bescheid, ne? Jetzt sind wir bei 100. Das ist so cool. Das ging jetzt echt schnell. Das ist eben genau das, wovon ich die ganze Zeit spreche. Manchmal hast du so Glück und hast wieder mal so Pech.
Jetzt wäre so eine Bombe, wäre natürlich jetzt super, wenn der Weg so voll ist mit Steinen. Da weißt du immer nie, wo die Treppe. Ah, ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Ist ja überhaupt nicht weit mehr. Ich muss sagen, das Praktischste, was ich jemals gefunden habe bis jetzt, ist dieser Leuchtring. Das ist so unglaublich gut, weil du einfach nie eine Fackel mitnehmen musst. Ich hatte früher so Probleme, bei meinem ersten Spielstand hatte ich so Probleme, da hatte ich den nicht gefunden. Und da habe ich so viele Fackeln gebraucht. Yay! Das ist das, was ich dachte, was eine Sternfrucht sei. Ist es aber nicht. Also, was ist das? Sternenfallfrucht. Ah, das ist der Unterschied zwischen denen. Verstand ist voller Gedanken an Tiere. Deine maximale Energie wurde erhöht. Interessant. Schauen wir mal, wie weit wir runterkommen. Da haben wir sogar schon die nächste Stufe. Und wir haben volle Energie. Ist das nicht geil? Ist doch klasse. Es könnte nicht besser sein jetzt gerade. Aber ich möchte nichts verschreien. Ich möchte es nicht verschreien. Wir sind bei 103, Leute. Na komm. Lass mich denn jetzt gerade im Moment. Finde ich immer einen Weg nach unten. Das ist so cool. Da hinten ist ganz viel Zeug zum Holen. Omnigeode. Die nehme ich natürlich gerne mit. Verdammt, jetzt muss ich gegen die Viecher kämpfen. Jetzt muss ich mir das Radieschen einverleiben. Ich finde es so blöd, dass man die nicht alle auf einmal essen kann, dass es aufsummiert wird. Es wäre viel schneller. Aber genau aus dem Grund, dass man eben Zeit vergeudet, ist es auch so gemacht. Ist mir schon bewusst. Auch wieder Platz im Inventar. Wie weit springt er denn? Ich dachte nicht, dass er mich jetzt schon erwischt. Oh, ich habe eine Bombe gefunden. 105. Haben wir wieder so einen komischen Mond. Soll ich die Bombe hier schon einsetzen? Oh, jetzt hat es mich echt erwischt. Ich bin zu nah dran gewesen. Mist. Das wusste ich nicht. Falsch. Falsch. Jetzt bin ich richtig. 106 sind wir. Ja. Und dann habe ich jetzt auch noch das komische Blütchen gefunden. Also jetzt gerade im Moment ist echt mein Glückstag, habe ich das Gefühl. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Wir gehen aber erstmal nach unten. Das ist mir wichtiger. 107 sind wir. Wir brauchen noch drei Dinger. Dann sind wir bei 110, Leute. Das wäre halt so geil, wenn wir das heute noch schaffen könnten. Ich glaube, wir brauchen auch in dem Gemeinschaftsding brauchte man zwei Violette. Oder?
Schwarzes Brett, entweder. Nein. Da ist es. Sehr cool. Können wir nämlich das nächste Mal wieder auffüllen. Ich suche den Weg nach unten. Das ist jetzt schlecht. Jetzt könnte es sein, dass ich drauf gehe. Oder auch nicht. Haben wir hier noch irgendwas zu essen außer die Melone? Nein. Jetzt könnte es übel für mich ausgehen. Das ist doof. Mir ist Essen ausgegangen. Und wir haben noch 3 Etagen nach unten. Wenn ich jetzt nicht Essen finden sollte, dann haben wir natürlich Pech. Da muss ich entweder die Melone essen, was ich vermutlich tun werde. Oder was anderes einfallen lassen. Schlimmstenfalls müsste ich aufgeben. Ah, das will ich ja natürlich nicht. Aber jetzt gerade zieht sich's auch wieder. Wir haben nur noch 3. Wisst ihr was? Ich muss es essen. Es war mir schon bewusst, dass das passiert. Das macht mir aber gar nichts aus. Ich habe ja noch welche daheim. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert, bis dass ich dem Demetrius das geben kann. Oder wie lange das frei ist. Ich glaube, es gibt da gar keine zeitliche Beschränkung dafür, oder? Ich weiß es nicht. Aber wir haben ja eh gesagt, nächstes Mal, wenn wir aufnehmen, die nächste Folge wird es darum gehen, dass wir das Zeug sammeln für. Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt habe ich sehr viel Pech. Die werden mich jetzt erwischt. Ich wusste, dass das passiert. Jetzt haben wir wieder einige Sachen verloren. Und wir haben die letzten Stufen verloren. 1200 Gil und 2 Gegenstände aus meinem Rucksack. Letzten 8 Ebenen. Wollen die mich verarschen? Was für eine Schande. Was für eine Schande. Oh, nö, 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 nö. Heute nicht mehr. Mist. Mist, Mist, Mist. Schade. Na gut. In der nächsten Folge sehen wir dann, wie unser Hühnerstall aussehen wird. Und ich muss natürlich erstmal gucken, wo ich Platz finde. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn es so sein sollte, schreibt es mir in die Kommentare. Gebt mir ein Like oder ein Abo. Ich würde mich natürlich super freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüssi.